Ja, ist es. Auf alle Fälle. Wie viel verbrennt man denn da? Kalorien pro Stunde? Kommt natürlich drauf an, aber so um die 800. Und das macht man in so einer kompletten Stunde Tebo? Ja, am Anfang und am Ende ist natürlich erst warm machen und am Schluss ein bisschen cool down. Aber ansonsten, ja, so wie man es jetzt eben gesehen hat, natürlich hat man auch immer mal Technikeinheiten dazwischen. Muss man dann von aggressiver Natur sein, um Tebo zu machen? Oder eignet sich das auch für Leute, die Yoga machen? Nein, ganz kann jeder mitmachen. Da muss man überhaupt kein Aggressionspotenzial oder sonst irgendwas haben. Ist wirklich für jeden geeignet, dem das einfach Spaß macht, sich zur Musik zu bewegen und eben so ein bisschen Kampfsportelemente gern dabei hätte. Kann man da als Anfänger direkt in jede Stunde? Ja, kann jeder Anfänger mit in die Stunde. Ich war auch totaler Anfänger bei meiner ersten Stunde. Ich habe sie überlebt und habe dann beschlossen, das muss ich öfter machen. Das war jetzt eine Riesenshow, die ihr da abgezogen habt. Wie lange machst du denn schon Tebo? 2 Jahre. Und wie bist du da dazugekommen? Ich habe damals ein Fitnessstudio gesucht, was ein bisschen anders ist als die anderen. Nicht nur Geräte, sondern auch Kurse. Und dadurch bin ich dann in Sharky gekommen. Und was gefällt dir an Tebo besonders gut? Es ist quasi ein bisschen schneller als das Boxen, ein bisschen auch eine Choreo. Und genau deswegen habe ich mich dann auch für den Bo entschieden und nicht mehr ins Boxen gegangen. Und ist es schwierig für Anfänger? Am Anfang die ersten 2-3 Mal. Es ist ein bisschen anstrengend, bis man die Schritte weiß. Und dann wird es immer einfacher.